Ja, du hast recht, du hast mich ertappt. Wir haben keine Ahnung, wir haben überhaupt keine Ahnung. Bitte deabonniere den Kanal, aber sei nicht mehr so gemein. Schau mal, wie die Tipps so gelaufen sind. Das ist echt unter aller Sau. Champions League, vierter Spieltag, die gleichen Spiele wie am dritten. Denke ich, dass Sevilla schon gewinnt und man kann es sich trauen, für die 1-7 diese Favoritenquote anzuspielen. Also ich sehe hier persönlich ein 1-0, 2-0, finde die Quote auch schon wieder für einen Reihensieg relativ heiß. Ja, mega. Asian Handicap auf Dortmund würde ich niemandem empfehlen. Ich hoffe aber trotzdem auf ein 4-0 oder so, glaube aber nicht richtig dran. Quote gibt nichts her und eine Wette auf Brügge, Gott bewahre. Also die Quote 1,72 auf Barcelona muss man wetten, egal wer bei Barcelona auf dem Feld steht. Für Gambler, die hohe Quoten wollen, würde ich hier sogar auf Barcelona minus 1 oder minus 1,5 gehen. Einfach weil der Kader so eine Qualität hat und es gibt viel Stress, aber es ist immer noch Kiew. Minus 1,5 auf Barcelona bei einer 2,92. Alle bitte mal kurz in die Hände klatschen. Geht raus auf euren Balkon und klatscht für diesen Mut. Chris Kastodien sind über Nacht Eier gewachsen. Sollte man hier vielleicht auf einen höheren Manchester-Sieg gehen? Die haben beim Heimspiel Leipzig ja sowas von abgeledert. Ich schätze, Paris wird das knapp gewinnen. Dafür ist die Quote aber auch ein bisschen, also sehr, sehr bisschen zu niedrig. Und alles andere auf ein Unentschieden zu setzen, macht wenig Sinn, meiner Meinung nach. Ja, sage ich ja, Inter Mailand gegen Real Madrid. Inter ist Favorit, wird wieder ein bisschen überbewertet. Kann ein Sergio Ramos bei Madrid vielleicht fehlen, dann wird es halt kein klarer Sieg für Real. Aber man muss deswegen nach wie vor keine Angst vor Inter Mailand haben. Die sind Gruppenletzter in dieser Gruppe. Und ich würde hier Asian Handicap plus 0,5 auf Real X2 quasi. Und keine Wette auf dieses Spiel, weil die Quoten nicht so interessant sind. Und Piräus ist schon ein Team mit viel Champions League Historie, unterschätzt man die nicht. Man kann hier auf minus 2 für eine riesen fette Quote viel riskieren oder minus 1,5 ist so meine faire Wette und fairer Quotenvorschlag. Ist nicht davon auszugehen, dass sie jetzt die komplett abschießen. Doch, habe ich doch gerade gesagt. Achso, okay, dann 1,82 die Quote. Atletico gegen Lok Moskau, also spricht jetzt nicht unbedingt dafür, dass die jetzt total wegknallen. Demnach hat man in dem Spiel nichts zu gewinnen auf Favoriten und sollte nicht irgendwie spekulativ auf Außenseite gehen, meiner Meinung nach. Wenn man was spielen müsste, könnte man bei dem Spiel Lok Moskau plus 2 für die Quote 1,7 machen. Aber grundsätzlich hat so eine Wette auf Salzburg fast schon mehr Value als ein Bayern-Sieg. Aber so würde ich auch nicht drauf gehen, auf ein österreichisches Team zu setzen. Also, Na, die wird nervig. Also geht's aus und spielt's Fußball. Die wird nervig. Alle bitte mal kurz in die Hände klatschen. Geht raus auf euren Balkon und klatscht für diesen Mut. Chris Kastodien sind über Nacht Eier gewachsen.